Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 für die PS1. Im letzten Part sind wir hier nach Wall Market gekommen, weil wir gesehen haben, dass Tifa irgendwie hierher transportiert wurde. Und wir haben erfahren, dass sie beim Don Corneo in der Villa gerade zu finden ist. Und dort wollen wir jetzt hin. Dafür brauchen wir aber eine Bekleidung als Frau. Wo wir jetzt zwar schon das Grundlegende haben, aber ich will da noch weiter. Es gibt noch zwei Sachen, die ich kriegen kann. Hey, das ist eine Mitgliedskarte, die ich da in deinen ist das eine Mitgliedskarte, die ich da in deinen Händen sehe? Bitte, komm rein. Danke. So kannst du sie zum Narren halten. Du hast sie also reingelegt. Also los. Gut, dann wollen wir hier einmal rein. Ich meine. Schnell. Ja. Bitte, wähle ein Zimmer. Mann, der ist vielleicht komisch, aber das sind sie ja alle. Okay, was haben wir hier? Das Königinnenzimmer. Sieht aus, als wäre dieses Zimmer belegt. Lauschen wir doch mal. Okay, ich hätte jetzt eher erst gesagt, es klingt nach einer frischen Brise, aber gucken wir doch mal. Oh, au. Okay. Können wir hier sehen? Oh. Okay. Da scheint jemand in der Badewanne zu sein oder sowas. Der Wind hat sich gelegt. Oh. Wow. Es ist der Fluch des wiederstandenen Satans. Unsere verehrte Königin erwacht nicht. Wiedererstanden? Aha. Na gut. Die Zeit ist reif. What the fuck? Eine Legende wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Hey, sollten wir nicht bald eingreifen? Wir haben ein Essen mit Präsident Shinra. Sag du ihm. Ich kann's ihm nicht sagen. Na los. Naja. Mir geht der Präsident so auf die Nerven. Das verheißen wir dann. Er ist immer dasselbe, wenn wir auf Geschäftsreise in Midgar sind. Einer mit blauen Augen. Einem großen weißen Schwert auf dem Rücken. Moment. Wir kommen von so weit her, nur dafür. Zermas, du musst nur das Licht halten. Ich muss schwere Rüstung tragen. Wird nicht ins verheißene Land. Ich weiß, aber das gehört alles zum Job. Ach ja, hast du gehört? Frau des Präsidenten hat das mit seinem kleinen Hobby rausgefunden. Echt? Das höre ich zum ersten Mal. Sieht aus, als wäre er erledigt. Mensch, bin ich froh. Mein Gott, Herr Präsident. Ich meine, eure Majestät. Oh, tut mir leid. Bitte, nimm den Urfluch zurück. Okay. Was zum Teufel? Achso, ja klar. Da steht der andere Typ vor ihm und, kriegt wahrscheinlich gerade irgendwie aufs Maul oder sowas. Ich meine, schnell! Ja. Gut, was haben wir denn hier? Das Zimmer der Liebenden. Sieht aus, als wäre dieses Zimmer belegt. Lauschen wir doch mal. Das klingt nach schlafenden Personen. Also einer schnarcht auf jeden Fall. Mal da doch auch mal rein. Was haben wir denn hier so Schönes? Aha. Ja. Okay. Die sitzen hier. Aber die haben doch geschnarcht. Was zum...
euch zu Was ist los, Opa? Du läufst die. Läufst die ganze Zeit so. Du weißt, Oma. Oh weh. Redest du von diesem Zimmer? Ich weiß, unser Sohn hat das für uns gemietet und alles. Aber es ist zu schön für uns. Großes rundes Bett, Riesenbadewanne. Ich kann mir es einfach nicht gemütlich machen. Mach dir keine Sorgen. Es ist ein edles Viertel in der großen Stadt. What the edles Viertel, genau. Ihr seid im Rotlichtviertel, Leute. Naja, sind eben alte Menschen, die kriegen das nicht so mit. Wenn du ständig nörgelst, bekommen wir Schwierigkeiten. Ja. Euch. Naja, jetzt werden wir hier von der Tür auch weggeholt. Ja, schnell, bla bla. So, effektiv. Hier oben geht es zu einem anderen Raum, wo ich gleich noch reingehen werde. Effektiv haben wir nur die Wahl zwischen diesen beiden Zimmern. So, da haben wir einmal den. Und Dollar, was? Und Dollar Raute Prozentraum. Aha. Und was haben wir hier noch? Den Gruppenraum. Nee, ich nehme den hier oben. Ja. Den nehme ich. Ich nehme dieses Zimmer. Okay, wir müssen nur in das Zimmer hineingehen. Überlegst du es nicht anders, oder? Muss ich es denn noch einmal sagen? Oh, sei nicht böse mit mir. Oh je, das ist einer von der brutalen Sorte. Ja, wenn du mich aufs erste Mal hörst, meine Güte. So, in Ordnung, bitte. So, gut. Oh, geile Musik. Halluziniere ich? Da sitze ich. Du? Was machst du denn hier? Dasselbe frage ich dich. Machst du hier etwa Dummheiten? Glaubst du, Probleme lassen sich lösen, indem man einfach daran denkt? Oh nein! Hilfe! Hilf mir einer! Schnell! Durch Abwarten und Tee trinken kannst du gar nichts ändern. Was sagst du? Hör doch mal hin! Es bewegt sich. Was? Wach auf! Ja? Rubbel, 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 rubbel. Stampf, 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 stampf. What the fuck? Quiek, quiek. Ja. Oh. Jetzt HPMP wiederhergestellt. Wach auf. Alter, verprügelst du uns hier gerade? Uff, ich bin so erleichtert. Bubi, ich höre, du bist zusammengebrochen. Nein, nein, nein. Sei nicht so nervös. Hä? Man sagt, Jugend dauert so lange, ist doch so kurz. Gib jetzt gleich mal dein Bestes. Da fuck. Die Zeit ist um. Tschüss, Bubi. Ja. Okay. Wie auch immer. Mit ihr wollen wir auch noch sprechen. Tut mir wirklich leid, da laufen eine Menge unanständige Sachen ab. Zum Trost, nimm das bitte, okay? Unterwäsche halten. Was, diesen Lumpen für mich? Das kapiere ich nicht. Na gut. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch Unterwäsche. Und hier oben kann ich mich jetzt noch schminken lassen. Überleg gerade von welcher der drei. Ich glaube von ihr. Wenn ich mich als Frau verkleiden sollte, müsste ich das gründlich vorbereiten. Außer als könnte ich mich ja schminken. Sollen die mich schminken? Bist du mir eingefallen? Kannst du mich auch schminken? Kleb, kleb, kleb. Oh je. Gut. Dann sind wir jetzt geschminkt. Und haben.
an sich alles, was wir brauchen. Ich guck noch mal nach. Sollte aber passen. Seidenkleid, Perücke, Diadem, Sex Parfum, Unterwäsche. Ja. Was sollte es gewesen sein? Hey! Hey, Cloud! Ja. So, sammeln wir Aeris wieder mit auf. Und dann erst mal überlegen. Ich gehe mal nochmal in den Substanzladen. Und guck mal, ob ich hier noch irgendwas kaufen kann. Alles ausverkauft. Kommt nichts mehr. Okay, dann kriege ich hier nichts weiter. Gut. Dann war es das tatsächlich gewesen. Na gut. Bitte. Scheint fertig zu sein. Probier es an, um zu sehen, ob es passt. Siehst du dich nicht um? Okay, ich bin fertig. Nicht schlecht, das könnte mehr Aufträge für mich bedeuten. Ja, du hast recht. Wollen wir es versuchen? Danke, dass du etwas dass du uns etwas Neues gezeigt hast. Mein Vater ist jetzt wieder richtig angespornt. Das Kleid geht also auf Rechnung des Hauses. Ja, besser ist's. Versuch eleganter zu laufen. Ungefähr so, Freundin Cloud. Was meinst du mit eleganter? Du bist echt süß, Freundin Cloud. Ich will eins. Hast du eins, das an mir gut aussieht? Hier ist das. Wie ist das? So. Ah, wie auch immer. Vater, was redest du? Dieses ist viel schöner. Nein, was redest du? Dieses. Ich möchte dieses. Wie? Wie? Ich ziehe mich jetzt um. Gespickt wird nicht. Ja. Und wie sehe ich aus? Ach, du bist ein Langweiler. Ja, ich finde es ja toll, wie Cloud immer noch genauso aussieht wie vorher, um die Haare, nur dass er 2 Zöpfe bekommen hat. Sehr schön. Naja. Tolle Perücke. Ganz klasse Arbeit. So. An sich. Ich gehe mal hier noch die Ausrüstung verkaufen, die wir abgelegt hatten. Nein, ich kaufe das Verkaufen. So, den brauche ich definitiv nicht mehr. Den Eisenreif brauche ich auch definitiv nicht mehr. Und den Wachenstab brauche ich nicht mehr. So. Ja, und Titanreif weiß ich eben nicht, wie viel ich noch brauchen werde. Deswegen behalte ich den mal. Bei. Ich meine, wenn ich einen Titanreif verkaufe, dann kann ich mir. Genau, dann kann ich mir noch einen Mithril-Reif leisten. Das ist ein Mithril-Armband natürlich. Entschuldigung. Das ist gut. Das machen wir so. So, dann werden wir Cloud noch mit dem Mithril-Armband ausrüsten. So, sehr schön. Dann sind wir hier erstmal durch. So. Und ab zu Don Corneo. Oder Don Corneo oder wie auch immer. Verdammt nochmal, dein Freund ist auch ganz schön heiß. Hereinspaziert. Ja. Zwei Damen kommen. Na gut. Wie auch immer. Hallo, meine Damen. Ich werde dem Don Bescheid sagen, dass ihr da seid. Wartet hier und schnüffelt nicht rum.
Das ist unsere Chance. Komm, wir suchen tiefer. Ja. Nicht rumschnüffeln, sagt sie. Also, gehen wir mal hier lang. Schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Oh, eine tiefer. Mensch, das ist ja... Irgendwie ist Claudine... nein, Claudia. Oh, das passt gut. ein bisschen schüchtern. Hm. Tiefer? Tiefer? Nett, dich kennenzulernen. Ich bin Eris. Cloud hat mir viel von dir erzählt. Und wer bist du? Hey, du warst doch mit Cloud im Park? Ja, mit Cloud. Oh. Mach dir nichts raus. Wir haben uns gerade erst getroffen. Es ist nicht der Rede wert. Was meinst du, mach dir nichts draus? Woraus? Nein, versteh mich nicht falsch. Cloud und ich sind zusammen groß geworden. Nichts weiter. Ja, nee, ist klar. Hör mal, Cloud. Da muss er hier stehen und uns zuhören, wie wir ihn beide nichts nennen. Was, Cloud? Laut? Und ja, ich habe schon auch viel tiefer eine andere Stimme, aber die muss ich halt ein bisschen von den anderen Frauenstimmen abheben. Von daher, ja. Hm? Cloud? Was hast du denn da an? Was machst du hier? Vergiss es. Was ist mit dir nach deinem Sturz passiert? Bist du verletzt? Nein, ich doch nicht. Ey, lass mich mal zu Wort kommen. Ich habe die Sachen hier an, weil ich sonst nicht hier reingekommen wäre. Bin okay. Eris hat mir geholfen. Oh, Eris. Oh, Eris. Tifa, erzähl mal, was machst du denn hier? Tja, ich halte mir einfach die Ohren zu. Ja. Ich will hier erstmal das Item haben, damit ich das nachher nicht vergesse. Das vergesse ich ganz gerne mal. Ich bin froh, dass du okay bist. Danke, was ist denn passiert? Als wir vom Reaktor Nummer 5 zurückkamen, da war dieser seltsame Mann. Naja, und Barrett schnappte ihn sich und quetschte so ein paar Sachen aus ihm raus. Da wurde der Don erwähnt. Aha, Don Corneo. Barrett hat mir gesagt, ich sollte dem Lustmolch aus dem Weg gehen. Aber etwas beschäftigt mich. Du wolltest also die ganze Sache direkt von Corneo erfahren. Und drum bin ich hierher gekommen. Aber jetzt stecke ich in der Patsche. Corneo sucht eine Frau. Jeden Tag holt er sich drei Mädchen, wählt sich eins aus und dann... Und naja. Und ich muss heute das Mädchen sein oder ich bin heute Abend weg vom Fenster. Entschuldige, aber ich habe gerade zufällig zugehört. Wenn du die drei Mädchen kennst, dann gibt es kein Problem, oder? Naja, aber... Also, wir haben zwei hier, richtig? Nein, Eris. Ich kann es nicht zulassen, dass du hier mit reingezogen wirst. Oh, es ist also okay, wenn Tifa sich in Gefahr begibt? Nein, ich will nicht, dass Tifa damit, dass Tifa mitmacht. Ist das in Ordnung? Ich bin in den Slums groß geworden. Ich bin an Gefahr gewöhnt. Hast du Vertrauen zu mir? Ja, danke, Frau Eris. Nenn mich Eris. Nenn mich Eris. Ich und Stimmen. Ey. Es ist soweit, meine Damen. Der Don wartet auf Sie. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nicht rumschnüffeln. Also Frauen heutzutage. Ehrlich mal, ey. Nun macht schon. Ja. Ich brauch wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das andere Mädchen ist... Meinst du mich? Du hast recht. Es war nicht nötig. Zu fragen. Ja, super. Na gut, dann gehen wir doch mal hoch. Okay, dann wollen wir doch mal zum Don rein. Hallöchen. Achso, ja, stimmt.
Also, meine Damen, stellt euch vor dem Don auf. Okay. Gut, großartig. Also, dann wollen wir mal sehen, welches Mädchen soll ich mir aussuchen. Und das hier? Oder das? Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... dieses gesunde Mädchen. Augenblick mal, wollte sagen, Augenblick mal, wollte sagen, bitte warten Sie einen Moment. Hey, hey. Mir gefallen Mädchen, die es einem ein bisschen schwer machen. Hey. Ihr könnt die anderen haben. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Also, wollen wir gehen, meine Schöne? Ich muss hier ein bisschen verrückt sprechen. Der Typ ist so crazy. Es kommt drauf an, was für Items wir dabei haben, ob wir gewählt werden oder nicht. Und... wenn wir nicht gewählt werden, dann sind wir mit derjenigen zusammen, die auch nicht gewählt wurde, dann eben bei den Handlangern von Corneo und haben dort, ich glaube, 2 oder 3 Kämpfe auszutragen, kriegen dadurch zwar ein bisschen Erfahrung, aber das ist jetzt nicht so viel. Ah, endlich sind wir allein. Also, Mizi, komm zu Papa. Na gut. Gern aber, hi. Du bist so süß, ich könnte dich die ganze Zeit nur ansehen. Gefällig, gefällig? Wobei, spielen wir ein bisschen mit ihm. La? Du weißt wirklich, was deinem Mann gefällt. Also, was willst du machen? Was du willst, Daddy? Oh Mann, ich halte es nicht aus, also, okay. Gib mir einen Kuss. Einen Kuss. Okay. Augenblick mal. Was zum Teufel ist los? Wer ist da? Cloud. Warst du wirklich? Nein. Ein Mann, was ist los? Halt den Mund. Wir stellen jetzt hier die Fragen. Was haben deine Assistenten herausgefunden? Red. Wenn du es nicht wenn du es uns nicht sagst, dann hacke ich sie ab. Nein, bloß nicht. Ich werde reden, ich erzähle euch alles. Also, erzähl uns. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen herausfinden, wo der Mann mit dem Gewehr haben war. Aber das war mir befohlen worden. Von wem? Nein, auch wenn ich das, euch das sagen würde, würden die mich umbringen. Red schon, wenn du es uns nicht sagst. Dann reiß ich sie dir ab. Oha, es war Heidegger von Shinra. Heidegger, der Boss vom Amt zum Erhalt der allgemeinen Sicherheit. Der Boss vom Amt zum Erhalt der allgemeinen Sicherheit? Hast du gesagt, die Shinra? Was haben die vor? Sag schon. Wenn du es uns nicht sagst. Zerschlag ich sie. Du meinst es ernst, nicht wahr? Oh Mann. Ich mache auch keine Spielchen, weißt du. Shinra versucht, eine kleine Rebellengruppe namens Avalanche niederzuschlagen. Sie wollen ihr Versteck infiltrieren. Und sie wollen sie wirklich niederschlagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie die Stütze der Platte über ihn zerbrechen. Die Stütze zerbrechen? Weißt du, was passieren wird? Die Platte wird Peng machen und alles wird Bums machen. Ich habe gehört, ihr Versteck ist in den Slums im Sektor 7. Bin bloß froh, dass es nicht im Sektor 6 ist. Oh weh.
Wir werden die Slums in Sektor 7 vernichten. Cloud, kommst du mit mir zum Sektor 7? Klar. Klar, Tifa. Na, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, warte, das dauert nur eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie sich ein Dreckskerl wie ich fühlt, wenn die über die wenn die über die Wahrheit, Wahrheit quasseln? Sie haben keine Ahnung, was los ist? Das ist richtig, aber keine Zigarre. Ja, aber keine Zigarre. Den Ausdruck gibt's im Deutschen so einfach mal nicht. Im Englischen gibt's den Ausdruck but no cigar, also aber es gibt keinen Preis dafür. Soll, bedeutet das so in etwa. Ja. Naja. Was machen die Vorbereitungen? Gut, sehr gut. Ich habe die Turks damit beauftragt. Präsident, machen wir das wirklich? Einfach eine Gruppe mit nur ein paar Mitgliedern zerstören? Was ist los, Reef? Willst du aussteigen? Nein. Aber als Leiter der Abteilung städtische Entwicklung habe ich schon mit Bauarbeiten und Verwaltung in Midgard zu tun gehabt. Deshalb... Reef, diese persönlichen Probleme sollen zusammenhanglos werden. Der Bürgermeister ist sowieso dagegen. Bürgermeister? Er sitzt einfach den ganzen Tag in dem Gebäude und stoppt sich voll. Und das soll doch ein Bürgermeister sein? Jetzt müssen Sie mich aber bitte entschuldigen, mein Herr. Aber Heidegger, Sie können doch nicht einfach gehen. Du bist müde, warum nimmst du nicht ein paar Tage frei und gehst irgendwo hin? Das wäre eine Idee. So, tschüss. Wir zerstören Sektor 7 und berichten, dass Avalanche es gemacht hat. Dann schicken wir die Rettungsmission in Form von Shinra Inc. rein. Das ist perfekt. Ja, ja. So, wir landen hier im Abfluss. Wird man hier erstmal in den Zufallskampf verwickelt. Stimmt, die kam hier ja auch noch. Auch. Okay, die beiden liegen noch bewusstlos am Boden, kämpfen aber mit. Das ist sehr gut. Wie auch immer. Ach, komm schon. Ich hab die Walze kleiner im Kopf. Ich vergesse immer, dass die doch so lang braucht, um auf einem Bär zu landen. Naja. So. Greifen wir ein bisschen an. Ich wollte eigentlich nur noch das eine Item holen. Naja. So, Mutangriff gegen den da hinten. So, du prügelst hier weiter auf den Sahagin ein. Oder was heißt weiter? Du prügelst auf den Sahagin ein. So, sehr schön. Oh, sehr gut. Wir sehen mal das Limit von Eris. Ja, wir sehen es wirklich. Heilender Wind. Eine doch ganz effektive Heilung auf alle. Was ich immer sehr schön finde. Nicht so stark wie der tatsächliche Heilungszauber, aber das passt schon. So. Erfahrung. Viel. Sehr gut. So, dann würde ich aber sagen, beende ich die Folge doch jetzt schon. Und nicht erst, wenn ich das Item habe. Weil das würde mir mit den potenziellen Zufallskämpfen sonst zu lang dauern. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.